Hey Jansi für 1&1 CubeTube und ich bin gerade im Google Office in Hamburg und schaue mir hier das neue Google Pixel 4 und das neue Google Pixel 4 XL an. Beginnen wir mal mit dem Display. Hier bietet das Flexible OLED des Pixel 4 eine Diagonale von 5,7 Zoll im 19:9 Format mit einer Full HD Plus Auflösung. Dies resultiert in einer Pixeldichte von 444 ppi. Die Bewegungen auf dem Display wirken sehr smooth, was natürlich am sogenannten Smooth Display liegt, welches mit bis zu 90 Hz arbeitet. Geschützt wird das Display mit Corning Gorilla Glass 5 und es ist natürlich ein Always-On Display. Anders als beim Vorgänger ist hier keine Notch mehr verbaut, dafür ist der obere Rahmen einfach etwas dicker und beherbergt die Frontkamera und ein Mini-Radar, welches für die Gestensteuerung genutzt wird. So könnt ihr beispielsweise Anrufe stumm schalten oder bei Musik mittels einer Wischgeste die Tracks durchschalten und das Ganze funktioniert sehr intuitiv und schnell. Die Frontkamera bietet 8 Megapixel und einen guten Weitwinkel, der auch für Groovies geeignet ist. Und wenn wir schon mal bei der Kamera sind, auf der Rückseite befindet sich die Hauptkamera. Hierbei handelt es sich um eine Dual-Camera mit 12,2 Megapixel Weitwinkel und zweifach optischen Zoom mit 16 Megapixeln. Beide mit optischer und elektronischer Bildstabilisierung. Was hier direkt auffällt, selbst wenn man mit dem digitalen Zoom arbeitet, sieht das Ergebnis echt brauchbar aus. Ansonsten bietet die Kamera natürlich auch noch Zeitlupenaufnahmen, einen Porträtmodus mit Tiefenunschärfe und auch einen Nachtmodus, der gute Ergebnisse liefert. Videos können hier mit einer Auflösung von 4K und 30 FPS aufgenommen werden. Wenn man den Kameraauslöser gedrückt hält, gibt es nun keinen Burst-Mode für Bilder mehr, es wird stattdessen ein Video aufgenommen. Aus diesem kann man dann im Nachgang einzelne Frames exportieren, auf jeden Fall ein sehr cooles neues Feature. Auch Google Lens ist immer wieder faszinierend, denn hier werden Objekte erkannt und man bekommt mehr Informationen angezeigt, ideal für Städtetouren. Insgesamt bin ich mit der Kamera des Pixel 4 sehr zufrieden, was aber auch nicht verwunderlich ist, die Kamera des Pixel 3 war ja auch schon echt top. Die Entsperrung mittels Gesichtserkennung ist leicht einzurichten und funktioniert, wie ihr hier sehen könnt, wirklich sehr schnell und auch zuverlässig. Für die Leistung sorgt der flotte Qualcomm Snapdragon 855 64-Bit 8-Kern SoC mit der Adreno 640 GPU. Dazu gibt es dann 6 GB Arbeitsspeicher und der Benutzer kann zwischen 64 und 128 GB Speicher wählen. Damit hat das Pixel 4 genügend Leistung für alle aktuellen Games und Apps. Der Akku bietet euch eine Kapazität von 2800 mAh und kann mit dem mitgelieferten 18 Watt Netzteil schnell wieder aufgeladen werden. Es unterstützt auch kabelloses Aufladen und ist nach IP68 staubabweisend und wasserbeständig. Die Abmessungen betragen 147,1 x 68,8 x 8,2 mm und das Gewicht beträgt 162 Gramm. Von der Konnektivität her bietet das Pixel 4 WLAN 802.11abgnac, Bluetooth 5.0 LE, NFC und Google Cast. Es ist ein Dual-SIM-Smartphone mit einem Nano-SIM-Slot und einer eSIM. Dank Stereo-Lautsprecher hat man auch unterwegs einen guten Sound und 3 Mikrofone mit Rauschunterdrückung sorgen für eine gute Sprachqualität beim Telefonieren. Das Betriebssystem ist natürlich das aktuelle Android 10 und Google gibt hier auch eine Garantie von 3 Jahren für Betriebssystem und Sicherheitsupdates. Von der Verarbeitung her bin ich sehr zufrieden, das Smartphone fühlt sich sehr hochwertig an, ich bin aber auch ein Fan von Aluminiumrahmen, deshalb gefällt mir das wahrscheinlich so gut. Der erste Eindruck war auf jeden Fall sehr positiv und der kleine Farbakzent hier am Powerbutton, der hat auch was. Zusammen mit dem Google Pixel 4 wurde auch die größere Variante Google Pixel 4 XL vorgestellt. Hier hat Google es den Nutzern leicht gemacht, abgesehen von der Displaygröße und der Akkukapazität sind alle weiteren technischen Daten identisch zum Google Pixel 4. Das Google Pixel 4 XL bietet hier ein 6,3 Zoll Flexible OLED mit einer QHD Plus Auflösung und einer Pixeldichte von 537 ppi und der Akku hat eine Kapazität von 3700 mAh. Die Abmessungen betragen hier beim Pixel 4 XL 160,4 x 75,1 x 8,2 mm und es wiegt 193 Gramm. Pixel 4 und Pixel 4 XL werden in 3 Farben auf den Markt kommen, Just Black, Clearly White und Also Orange. Und das war mein Video mit dem neuen Google Pixel 4 und seinem großen Bruder, dem Pixel 4 XL.
Falls ihr irgendwelche Fragen zu den beiden Geräten habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren und wir werden sie versuchen, für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und den Kanal abonniert und die Glocke anklickt, um keines unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!